Österreich und Heavy Metal Festivals. Das ist ein interessantes Thema und ich wollte eigentlich schon vor längerer Zeit mal ein Video dazu machen, weil es gibt zwar einiges an Festivals in Österreich, aber das meiste ist so im Underground verhaftet, sage ich mal. Also ziemlich viele lokale Bands, ziemlich viele Underground-Größen, aber Festivals mit so richtigen internationalen, unter Anführungszeichen, großen Bands gibt es nicht so viel in Österreich, zumindest wenn man es als rein rassiges Metal-Festival anlegt. Auf jeden Fall, es gibt da natürlich das Kaltenbach Open Air, das eh jeder von euch sicher kennt. Das ist jedes Jahr und das ist aber eher so im härteren Metal-Genre angesiedelt. Also da spielen schon hauptsächlich gebolzte Bands. Aber ich habe mir schon mal vor längerer Zeit überlegt, so schön und gut das Kaltenbacher ist, sowas ähnliches braucht man aber nur mit viel mehr durchmischteren Metal-Stilen. Ja, genau, das war die Idee für das eine Video, das ich letzten Sommer schon gleich gemacht hätte. Dann plötzlich hat sich das Blatt gewendet und ich habe von einem anderen Festival erfahren, nämlich das Area 53. Ja, vielleicht sagt ihr euch das noch nichts. Das ist ein relativer Newcomer-Festival, also vom Festival her gesehen. Es ist das dritte Mal, dass es stattfindet, aber diesmal ist es wirklich in einem größeren Maßstab. Das Area 53 Festival wird von Donnerstag, dem 11. Juli bis Samstag, den 13. Juli 2019 stattfinden und zwar in Leoben, das ist in der Steiermark und das ist nicht recht weit weg, wie alles in Österreich, eigentlich nichts ist recht weit weg. Das ist von Graz 60 Kilometer weg, von Wien 160 Kilometer, von Salzburg 240 und von München 350 Kilometer, also eigentlich eh alles ein Katzensprung, festivaltechnisch, da fährt man oft schon mal viel weiter, um ein ähnlich geniales Line-Up zu sehen. An diesen drei Tagen werden 25 Bands spielen, am Donnerstag 6, am Freitag 9 und am Samstag 10 Bands. Und ich werde mal ganz kurz mal ein paar durch die Bands durchschauen. Donnerstag, Schandmaul ist da der Headliner. Dann sind dabei Tuxedo, eine österreichische Vorzeigeband. Die Warkings, ein Senkrechtstarter, auch mit österreichischer Beteiligung. Necrodeus, Ebony Aquis, auch österreichische Underground-Aufstreber, Reset the World. Freitag ist der Headliner Children of Bodom, Hypocrisy oder Hypocrisy, wie man hierzulande sagt, je nachdem, wo man herkommt. Saltatio Mortis, Soulwork, Serenity, Skullcrusher, The Night Fright Orchestra, We Blame the Empire and Trouble in the Neighborhood und Samstag Headliner Dimmu Borgir und Illo Vaitie, Dark Tranquillitie, Equilibrium, Delane, Tankard, Evergrey, Nervosa, Boon und als Frühschoppen-Opener des Samstags die Jazz Kitty. Und das Geniale an dem ganzen Festival ist, dass es jetzt nicht von einem großen Booker oder einer Plattenfirma mit viel Budget im Hintergrund veranstaltet wird. Nein, das wird gemacht von einem kleinen Metal-Verein, von drei Personen, haben das Ganze aufgezogen oder ziehen das zurzeit gerade auf. Alles in einer Freizeit, alles eigentlich extrem undergroundig und deswegen finde ich es umso geiler, dass sie wirklich so ein Hammer-Line-Up auf die Beine gestellt haben. Und vor allem, wo das erste, das dritte große Festival ist. Also Hut ab vor den Veranstaltern. Zur Veranstaltung selbst möchte ich gar nicht so viel sagen jetzt, weil da kommt später im Frühling wird so ein eigenes Video geben, wo ich vor Ort bin und ein bisschen mit den Veranstaltern quatsche. Also da kriegt ihr schon einen exklusiven Voreindruck, einen exklusiven Preview von dem Gelände dort und vor allem, was euch da erwartet. Das kommt dann diesen Frühling, wenn ihr vorbeischauen wollt, dort am Area 53 Festival vom 11. bis 13. Juli 2019. Der Festivalpass kostet derzeit 115 Euro. Es gibt da limitierte Tagestickets, aber ja, wann dann kauft euch den Festivalpass und genießt alle drei Tage dort. Oder ihr macht's bei meinem Gewinnspiel mit, weil ich habe was zu verlosen, nämlich zwei Festivalpässe für das Area 53 Festival, die gibt's zu gewinnen, ja, gratis, for free. Alles, was ihr dazu machen müsst, das erkläre ich jetzt. Ihr geht's auf meinen YouTube-Kanal, das ist Humaldo rockt, gibt es einfach ins YouTube ein oder klickt einen der Links da unten. Und wenn ihr auf meiner Kanalseite seid, dann tat's meinen Kanal
abonnieren. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann klickt ihr auf dieses kleine Glockensymbol da. Dann kriegt ihr automatisch E-Mails, wenn ihr ein neues Video veröffentliche. Jo, das Gewinnspiel läuft jetzt nämlich 2 Wochen bis zum Sonntag, dem 24. Februar 2019. Und irgendwann in diesen 2 Wochen werde ich zu irgendeiner unchristlichen Zeit einmal ein spezielles Video hochladen. Und dann kriegt ihr natürlich eine Benachrichtigung, weil ihr die Glocke gedrückt habt. Diese E-Mail müsst ihr quasi beantworten an meine E-Mail-Adresse hux@humaldo.tv und für alle werde ich am 24. Februar dann auch den glücklichen Gewinner der beiden Festivalpässe im Wert von 230 Euro, also das ist ja schon was, da werde ich den dann verlosen. Ja, ich habe es unten in der Beschreibung nochmal zusammengefasst, was ihr machen müsst, für den Fall, dass das da jetzt nicht so klar rumgekommen ist oder ihr YouTube-Noobs-Ersatz. Das war es ja schon wieder für heute. Ich wünsche euch viel Glück mit dem Gewinnspiel. Wir sehen uns dann am 24. Februar, wo ich das Ganze dann wahrscheinlich wieder in einer Live-Verlosung auf meinem Kanal da mit random.org als Zufallsgenerator. Generator? Gibt es eigentlich eine Metalband, die Generator heißt? Also, ja, der Tipp ist gratis für euch. Generator, will unbedingt live singen am Area 53 Festival 2020. Danke fürs Vorbeischauen wieder mal. Viel Glück und viel Spaß und ja, bis demnächst. Metal, Alter!